Ja, und herzlich willkommen zurück. Wir sind gerade hier aus diesem Ding raus, wo die Besatzung leicht massakriert wurde. So, jetzt müssen wir gerade mit der anderen Hand einen Timer anstellen. So. Was ist denn hier? Diese kaiserliche Rüstung ist. Na, sowas, sieh mal an. Wie ist es euch ergangen? Ach so, ja, mir geht es gut. Wie geht es euch? Das muss unbedingt gut gehen. Das ist mein erstes echtes Kommando nach meiner Beförderung nach Weißlauf. Wisst ihr, in manchen Nächten sehe ich den Kampf mit geschlossenen Augen vor mir toben, als wäre ich immer noch dort. Werdet ihr von den Männern heimgesucht, die ihr getötet habt? Ich ja. Nur wilde Tiere töten vollkommen gefühllos. Ihr werdet wohl recht haben. Es heißt, es würde leichter werden. Ich bin gar nicht sicher, ob das gut ist. Aber lassen wir das. Was führt euch hierher? Ich weiß von einer feindlichen Wagenladung, Gold und Waffen. Die müssen wir unbedingt an uns bringen. Tatsächlich? Wie es der Zufall will, verfolgen wir einen Wagen. Schon etwa einen Tag lang. Da vorne liegt er. Was ist das denn? Münzen und Waffen? Woher wisst ihr das? Ich habe an Nuriel erpresst und die Informationen erhalten. Das war gerissen. Es wird uns nicht schaden, einen Vogt in der Hand zu haben. Zu unserem Glück hatte der Wagen vor kurzem einen kleinen Unfall. Er ist liegen geblieben, nur ein Stück die Straße entlang. Wir sind in der Minderheit, aber ich habe einen Plan. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Wie lautet der Plan? Wir schalten erst ihren Wachposten aus und suchen uns dann eine Position, von der aus wir das Lager überblicken können. Dann schleicht ihr euch bei ihnen ein und zieht ihre Aufmerksamkeit auf euch, während wir sie mit einem Pfeilhagel überziehen. Drei Leute, ein mit Pfeilhagel. Mit etwas Glück überrumpeln wir sie damit und gleichen so unsere Chancen ein wenig aus. Ich habe einen besseren Plan. Ihr wartet hier und ich kümmere mich darum. Na schön, wenn ihr darauf besteht. Aber sobald es so klingt, als würde die Sache aus dem Ruder laufen, schreiten wir ein. Objekte, Waffen. Zwergenbogen. Oh. Was machen die denn hier? Schauen besser, weniger hier verwundet. Für die Stunde zählt nur blutiger. Objekte, Waffen, wo haben wir denn hier? Zwergenstreitkolben. Abgeschlossen. Bring die Karawane unter deine Kontrolle. Melde dich bei Hadwar. Ich möchte erst gucken, was hier drin ist. Oh, Gold. Goldbarren. Stahlkriegshammer. Das können die ruhig alles haben. Da habe ich kein Problem mit. Das Pferd nehme ich mit. So gut. Verluste haben wir hier eher keine. Bleibt wachsam. Man kann nie wissen, wann diese Dreckskerle von Sturmmänteln angreifen. Wir bilden ein gutes Team, nicht wahr?
Ja. Ich bleibe hier und bewache die Lieferung. Ihr geht mit den Neuigkeiten zum Lager zurück. Sie sollen ein paar Männer schicken mit einem neuen Wagen. Dieser hier ist nicht mehr fahrtüchtig. Nimm doch den, der da oben liegt. Was ist denn mit dem passiert? Habt ihr euch jemals gefragt, ob wir nicht wenigstens verrückt gehen, deinen Waffenstillstand mit den Sturmmänteln schließen und uns gemeinsam um ein paar Drachen kümmern sollten? Da ist gerade einfach so ein kaiserlicher Soldat weggekratzt. Ich hatte gehört, ihr wäret tot. Nee, ich bin lebendig. Pferd, komm mal ran hier. So, M. Wo muss ich denn jetzt hier wieder hin? Wahrscheinlich wieder nach da. Ja, genau. Ja, schnell reisen. So. Wie hat es euch hierher verschlagen? Gar nicht. Ich weiß, das sagen alle. Gut. Habt ihr eine Meldung für mich? Ach so, dann haben wir jetzt das. Euer Ziel ist Festung Grünwall. Trefft euch mit den Soldaten, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Nun, Soldat, seid ihr der Aufgabe gewachsen? Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, Soldat. Grünwall, da sind wir eben schon mal durch. Palast der Könige heißt das da. Aha. So, dann schnetzeln wir in dieser Folge nochmal eine Festung klein, bevor wir uns dann der Hauptaufgabe da hinten widmen. Nämlich diesen komischen alten Knacker zu finden. Ja, die Soldaten sammeln sich mal wieder sehr unauffällig. Freunde, auf geht's. So, Objekte, da arbeiten wir mal wieder mit einem Bogen. Weißt du, was, das dauert mir zu lange hier. Waffen, Streitkolben, auf geht's. Seid ihr zum Was macht ihr denn hier? Kuckuck. Schissi. Wo haben wir denn da? Haben wir noch welche? Wow. Zaubertränke. Wo haben wir denn? Der starken Heilung. So.
So, fertig. So, da leben immer noch welche. So, die sind alle weg, beziehungsweise tot. Und dann würde ich sagen, plündern wir mal hier so ein bisschen die Dingens, ne? Grünwallhöhle. Aha. Das ist sehr interessant. Haben wir denn hier so alles? Hier scheinbar eher weniger. Okay. Darüber könnten die also entkommen. Schlaue Leute, diese Sturmmäntel. Hätten wir uns natürlich auch ganz einfach hinten reinschleichen können. So, okay. Dann gucken wir mal, was hier so drin ist. Okay. Scheinbar nicht wirklich was von Interesse. Jedenfalls nicht hier. Was haben wir hier? Hier ist scheinbar ein Klo. Zaubertrank der kleinen Heilung. Ja, können wir mal mitnehmen, ne? Holzfäller-Axt. Ist jetzt nicht so der Burner, was jetzt hier drin ist. Hier ist ein kleines Pult, aha. Wo Lavendel drin ist. Da haben wir noch einen Tornister stehen. So, hier. Noch ein Zaubertrank. Gold, Zaubertrank. Goldene Halskette, nö, brauchen wir nicht. Wir haben 3 Goldbarren. Das soll reichen. So, dann gucken wir nochmal nach da hinten. Quasi hier so, was haben wir denn hier? Nicht so viel. Dafür können wir aber hier rüber. Ja. Treppenführung ist sehr interessant. Hauptmannsquartier. Aha.
Hier lässt sich doch sicherlich was Interessantes aufstöbern. Was haben wir denn hier? Katastrophe, da, bla, 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 bla. Durchsuchen Kommode. Was haben wir da gerade genommen? Wundertrunk der Stärke. Nö, brauchen wir nicht. Da geht's noch nach oben. Hier ist ein Bett. Feine Kleidung. Hier haben wir Gold. Da haben wir eine Papierrolle drin. Hier haben wir noch mehr Gold. Da haben wir eine schäbige Robe drin. Gucken wir mal, was hier so ist. Achso, da hätten wir hier auch rein können. Das wusste ich jetzt nicht. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Dahin nicht. Ach, wir müssen mal wieder zum Kaiser seiner selbst. Dann würde ich sagen, mache ich hier mal kurz einen Cut.